Schönen Nachmittag zu dieser Veranstaltung. Vielen Dank, Lars, dass du mich eingeladen hast, hier einmal vorzutragen. Mit wem haben Sie es zu tun, der hier heute spricht? Ich betreibe seit 18 Jahren ein Architekturbüro in Hamburg. Unser Kernarbeitsfeld ist die energetische Modernisierung von Gebäuden und das in Verbindung mit Energieberatung und auch hydrothermischer Bauphysik, die wir gleichzeitig dort mit einspielen und alle unsere Projekte selber mit Energieberatung begleiten. Wir haben so in den letzten 18 Jahren 100 Gebäude ungefähr energetisch modernisiert und das mit mehr als 2600 Wohnungen. Und fast alles sind geförderte Projekte, das heißt Förderung über IFB oder die staatliche Förderung KfW bzw. BAFA. Aktuell bearbeiten wir zwei Quartiere und fünf Einzelobjekte und ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus hier in Hamburg. Ja, ich möchte Sie einladen zu einem Gang mit einigen Schlaglichtern durch unser Erfahrungsschatz sozusagen, mit einigen Schlaglichtern darauf. Ich spreche ja immer von energetischer Modernisierung, weil das, was wir dort im Kern machen, nicht die Dinge sind, wo das Gebäude krank ist, sondern wir verbessern das Gebäude. Ja, insofern sprechen wir von einer Modernisierung, aber es gibt natürlich auch Punkte an den Bestandsgebäuden, die krank sind, in Anführungsstrichen, wo wir dann sanieren bzw. instand setzen. In Modernisierung klassisch. Warum klassisch? Naja, weil wir das Übliche ist, die handwerkliche Ausführung am Objekt vor Ort. Das ist der klassische Weg. Also im Kern Wärmedämmung ankleben und Fenster austauschen, so wie man das vielleicht etwas platt sagen kann. Aber das ist es natürlich nicht alleine. Ich will ein bisschen Hintergrund entwickeln, um dann noch mal ein paar Beispiele zu nennen. Also wie gesagt, Schlaglichter mit ein bisschen theoretischem Hintergrund und damit fange ich jetzt an. Das häufigste, was wir verwenden in der klassischen Bestandsmodernisierung, ist das Wärmedämmverbundsystem. Einfach weil es die wirtschaftlichste Variante ist, eine Außenwand mit einer neuen wärmedämmenden Fassade zu versehen. Das System ist geregelt nach DEWT, nach den jeweiligen Systemzulassungen. Die sind dann immer zu beachten. Da ist ganz wichtig, dass man jede Komponente dieser Zulassung auch entsprechend verwendet. Das geht vom Dämmstoff bzw. über den Kleber vom Dämmstoff, dem Dämmstoff selber, zu den Putzen und den jeweiligen Bauteilen, die in der Zulassung geregelt sind, und auch den Ziegelriemchen, die aber dann immer gesondert vom Ziegelhersteller kommen. Sie sehen rechts schon, dass WDVS, woraus es besteht, die meisten werden es wissen, angeklebte Wärmedämmung mit einem entsprechenden Armierungsputz. Und dann entweder einen Ziegelriemchenbelag oder einen Putzbelag. Das sind so die ganz üblichen Ausführungen. Nun weicht man von dieser Zulassung ab, also indem man zum Beispiel eine einzelne Komponente nicht aus dem System verwendet. Klassisches Problem, man verwendet einen Dämmstoff, der nicht von diesem Systemanbieter kommt. Kommen die ja gleich aus dem gleichen Werk, aber dann verliert man die Zulassung und hat ein unzulässiges System gebaut. Das ist haftungsrechtlich ein problematisches Thema. Darauf wäre dann zu achten. Vor allem für die Ausführer ist das entscheidend. Was die Kosten angeht, ich gehe im Moment nach jetzigem Stand aus, dass pro Quadratmeter WDVS in der Putzausführung von bei ungefähr 120 Euro brutto pro Quadratmeter zu rechnen sind. Und bei einer Oberfläche mit Ziegelriemchen geht es so bis Richtung 260 Euro brutto. Das ist allerdings ohne Fenstersohlbänke und Anschlusskonstruktionen gerechnet. Und die Kostenangaben habe ich jetzt aus einer Ermittlung von 2019 und habe für den Sprung auf dieses Jahr mal 20% Teuerung angesetzt. Nur damit Sie eine grobe Größenordnung haben. Bei den Fenstern, die ich im ersten Bild hatte, habe ich im Moment aktuell Kosten, je nach Art der Ausführung der Fenster, in der Regel sind es Kunststofffenster, von 475 bis 575 Euro brutto pro Quadratmeter. Ja, was macht die Wärmedämmung auf der Wand? Natürlich, die soll die Transmissionswärmeverluste des Gebäudes reduzieren. Das tut sie auch. Wir haben hier mal verglichen, bei zwei baugleiche Gebäude. Die Lokschienen sind ein bisschen unterschiedlich groß, aber das sind quasi baugleiche Gebäude in der gleichen Straße. Einmal im Bestand von 1975 kann man dann auch sehen, wie
mit der Thermografieaufnahme, wie sich die Wärmeverluste durch die ungedämmte Wand sozusagen darstellen. Und wenn man das da mal vergleicht mit der gedämmten Wand nach der Modernisierung, ist der Unterschied deutlich. Man sieht jetzt hier nur klar, um die kleinen Unsicherheiten aufzulösen, einen hellen Punkt. Das ist der Wärmeverlust über das geöffnete, über die geöffnete Balkontür. Und hier haben wir zwei helle Punkte. Das sind die Auflager der Balkonplatten, die noch an die Bestandswand gehen. Darüber geht natürlich mehr Wärme verloren. Und hier ist vielleicht das Fenster gerade noch gekippt. So, also deutliche Reduzierung der Transformationswärmeverluste über die Gebäudehülle, Fenster und Wärmedämmverbundsystem. Aber ist das denn ausreichend, um wirklich energetisch zu optimieren? Man macht damit sicherlich schon einen großen Sprung, aber wir befinden uns ja in der Zeit, wo wir dann auch immer schauen, natürlich immer unter wirtschaftlichen Bedingungen, wo können wir die Modernisierung noch weiter in den grünen Bereich treiben, was die Energieeffizienz des Gebäudes angeht. Und da kann man sich dann mal angucken, zum Beispiel im Hamburger Energiepass wird, wenn wir ein Gebäude bilanzieren, so eine Grafik ausgeworfen. Das ist jetzt hier ein Bestandsgebäude von 1965. Da sind die blauen Balken der Bestandszustand und die grauen Balken sind der Modernisierungszustand. Da werden also die beiden Sachen planungsmäßig gegenübergestellt. Und man kann dann an dieser Grafik erkennen, wo im Bestand die Big Points sind. Wenn wir jetzt an die Modernisierung der Gebäudehülle zum Beispiel denken, da sieht man, dass die Außenwand hier in diesem Gebäude doch sehr hervorsticht. Das heißt, dort habe ich natürlich die Möglichkeit, viel Energie einzusparen, also viel Transmission zu reduzieren. Genauso bei den Fenstern und beim Dach und bei den anderen ist es eventuell etwas weniger. Das ist aber bei jedem Gebäude unterschiedlich. Hier ist es zum Beispiel so, dass die Dachdecke, also die Decke über dem obersten Geschoss bereits schon mal gedämmt worden ist. Deswegen ist die im Verhältnis zur Außenwand relativ günstig. Im Originalzustand wäre der Balken deutlich länger. Aber wir haben natürlich noch den ganzen Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Auch hier haben wir Verluste, Überlüftung, Heizungsverluste, Warmwasserverluste. Wir haben eine dezentrale elektrische Energieversorgung. Deswegen sind Verluste nicht so sehr groß, aber auch den Warmwassernutzen haben wir, an dem man natürlich auch etwas tun kann. Und wenn man dann sieht, wie sich eine Modernisierung die Gebäudehülle verbessert hat, dann sieht man, dass danach die Big Points in anderen Bereichen liegen. Also auch dieser Bereich ist betrachtenswert. Und wenn man sich dann zum Beispiel überlegt, dass die Warmwassernutzung nach GEG deutlich unterbewertet ist, also deutlich mehr Energieverbrauch über die Warmwassernutzung haben, als es unser standardmäßige Bilanzierungsverfahren abbildet nach Norm oder GEG, dann sieht man, dass es hier Punkte gibt, an denen man auch was tun kann. Dreiklang habe ich das jetzt mal im Schlagwort genannt, also eine energetische Modernisierung beschäftigt sich im günstigsten Fall mit den drei folgenden Bereichen. Das ist klar die Gebäudehülle, schon angesprochen. Das ist zweitens der Bereich technische Gebäudeausrüstung. Dazu gehört zum Beispiel der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage. Der ist bei einer energetischen Modernisierung auch der Gebäudehülle grundsätzlich obligatorisch. Man hat vielleicht auch die Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen abzusenken, weil der Heizwärmebedarf des Gebäudes oder die Heizlast des Gebäudes nicht mehr so groß ist wie vorher durch die gedämmte Gebäudehülle und die Heizkörper aber gleich groß geblieben sind, so ergibt sich da eventuell eine Möglichkeit, Energie zu sparen. Und man kann natürlich weitergehen, indem man den Wärmeerzeuger modernisiert und dergleichen mehr. Und den dritten Punkt, den ich noch hinzufügen will, der wird ganz gerne vergessen, weil taucht jetzt sozusagen in unserer Grafik im Hamburger Energiepass nicht so deutlich auf. Das ist der Punkt der Energieversorgung. Also wie wird überhaupt Energie zu meinem Objekt geschafft und welche Energie steht mir da zur Verfügung? So habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, ja auch einen Anschluss ans Fernwärmenetz zu machen und damit von meinem einfachen Heizungsanlager mit Gas, zum Beispiel Öl, wegzukommen, wenn ich die Versorgung in der Nähe habe. Ich kann den Brennstoff ändern. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel auch Wärmepumpen mit regenerativen Wärmequellen einzusetzen. Und ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine PV-Anlage zu nutzen bzw. zu installieren und
den Strom in meiner Bilanz, den ich dort erzeuge, zu substituieren. In der Regel treffen wir aber im Bestand immer auf so eine Art teilmodernisierten Zustand. Das war zum Beispiel bei dem Objekt eben gerade die schon gedämmte Geschossdecke, oberste Geschossdecke. Aber häufig haben wir auch zum Beispiel den Fall, dass die Heizungsanlage gerade erneuert worden ist vor 5 Jahren und dann möchte man da aus wirtschaftlichen Gründen nicht nochmal antreten. Ein Irrglaube, der mir häufig begegnet, ist, dass man sagt, naja, wenn wir so viel regenerative Energien haben, dass wir unsere Gebäude damit zu 100% versorgen können, dann kann ich doch im Grunde auf die Wärmedämmung verzichten. Und da möchte ich widersprechen, nein, Einspruch, denn auch die regenerativen Energien stehen ja nur begrenzt zur Verfügung, denn für das Erzeugen regenerativer Energie brauchen wir eben halt Fläche und das ist eine begrenzte Ressource und die steht noch im Zeichen der wachsenden Weltbevölkerung in steigender Konkurrenz mit Flächen für die Lebensmittelerzeugung. Das wird uns vielleicht gerade in diesen Tagen noch mal deutlicher, als es vorher der Fall war. Und das Zweite ist, dass die Korrektur der Mängel der Bestandsgebäude in Bezug auf Bauphysik und Behaglichkeit nur über die Wärmedämmung der Gebäudehülle funktioniert. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen genauer. So, die Stichworte habe ich genannt, Bauphysik und Behaglichkeit. Besonders wichtig sind die bei dem Bestand, mit dem wir uns beschäftigen. Das sind nämlich die Gebäude der 1950er und 1970er Jahre, die in der Regel ungedämmte Außenwände haben und vergleichsweise dünn, also sehr, sehr ungünstige Außenwände und dann eben gleichzeitig aber eben, sprich teilmodernisierter Zustand, einen Fensteraustausch genossen haben in den 1980er und 1990er Jahren. Was ist das Problem dabei? Wir haben bei diesem Gebäude in der Regel verhältnismäßig zu dem heutigen Standard kleine Wohnungen mit einer vergleichsweise hohen Belegung und aufgrund der ungedämmten Auswände hohe Wandoberflächentemperaturen auf der Außenwandinnenseite. Und mit den neuen Fenstern, also auch schon mit den Fenstern, die in den 80er und 90er Jahren eingebaut worden sind, eine höhere Luftdichtigkeit der Gebäudehülle. Und deswegen haben wir in diesen Objekten doch häufiger mal das Problem der Schimmelpilzbildung. Das ist übrigens auch ein Hintergrund dafür, warum wir heute im Zusammenhang verpflichtet sind, ein Lüftungskonzept zu machen, wenn wir die Fenster austauschen. Das gilt nicht nur bei Förderungen für die Leute, die es vielleicht kennen, das gilt auch ganz im Allgemeinen, dass das eine Anforderung ist an die Planung. Das betrifft auch den Fensterbauer ohne beteiligten Planer. Wie sehen die Gebäude aus? Wir klicken hier einmal kurz durch, das hatte ich eigentlich vorher vor. Das sind so die typischen Gebäude aus den 50er bis 70er Jahren. Und dann haben wir noch ein Gebäude, auf das ich nachher noch eingehen werde, aus den 1920er Jahren. Alles Objekte hier in Hamburg, die wir bereits modernisiert haben. Schimmelpilzbildung, na, das sieht dann, so weit wollten wir noch nicht, ungefähr so aus. Also natürlich haben wir eine Problematik, allein dadurch, dass die Gebäude im Verhältnis zur Bauzeit dichter geworden sind durch die Fenster der 80er, 90er, dass sich Schimmel auf Wandoberflächen bilden kann, dadurch, dass die Raumluftfeuchte einfach steigt, mehr als vorher. Aber es gibt noch einen Zusammenhang, auf den ich hinweisen will, der dann in Bezug auf die Konzeption einer energetischen Modernisierung wichtig ist. Das ist das Thema der Taupunktverschiebung. Worum geht es dabei? Die Fenster haben ja einen Indikator, den wir alle kennen und den in der Regel auch alle Mieter kennen, nämlich die Tauwasserniederschlag am Fensterrand, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. In aller Regel reagieren die Mieter oder Bewohner darauf, indem sie das Fenster öffnen, um zu lüften. Fehlt dieser Hinweis, dann kann es passieren, entwickelt sich dann eben der klare Grundsatz, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der Fenster größer sein muss als der Außenwand, damit sich eben halt am Fenster dort der Niederschlag bildet, anzeigt, es muss gelüftet worden, bevor er an anderen Stellen
sich da niederschlägt. Genau. Was am Fenster zeigt den Lüftungsbedarf an, fehlt dieser Hinweis, so verschiebt sich der Taupunkt ungemerkt in die Wandecke zum Beispiel, weil wir in der Wandecke in der Regel die ungünstigsten Wandoberflächentemperaturen haben. In der Regel ist das so, dass unsere Bestandsaußenwände einen U-Wert haben von 1,6 bis 1,9. Die Fenster der 1980er, 1990er Jahre haben 3,0 als U-Wert. Da ist also alles in Ordnung. Aber heutige Fenster kriegt man eigentlich nicht mehr schlechter, also mit dem höheren U-Wert als 1,3. Wir haben jetzt gerade im Denkmalbereich ein Fenster gesucht mit 1,4. Das war schon knifflig, weil wir da eben genau dieses Thema ausschließen wollten. Und das heißt, der Fensteraustausch in einem ungedämmten Gebäude, ohne an der Gebäudehülle, an der Außenwand selber etwas zu tun, ist risikoreich. Man geht damit das Risiko ein, dass es eben zu diesen versteckten bzw. zu dieser Taupunktverschiebung kommt und der Schimmel auftreten kann. Der zweite Punkt war das Stichwort Behaglichkeit. Der Wärmeschutz der Außenbauteile, insbesondere auch der Außenwand, dient auch die Behaglichkeit beim Wohnen. Also denn Wärme verlieren wir, alle Körper verlieren ihre Wärme nicht nur über die Transmission der sich umgebenden Luft, sondern eben halt auch über Wärmestrahlung. Das wird zum Beispiel hier mit dem Foto eines Gesichtes mit der Wärmebildkamera deutlich. Die Wärmebildkamera bildet nämlich genau Wärmestrahlung ab. Und wir kennen es vielleicht, wenn wir mal in einem Restaurant oder so von der großen Außenverglasung im Winter gesessen haben, im Rücken zum Glas, dass einem da doch unter Umständen sehr ungemütlich werden kann. Also das sind so die Behaglichkeitspunkte, die man ausmachen kann. Und die beiliegende Grafik, die ist relativ alt, aus den 70er Jahren, die zeigt das Verhältnis von Wandoberflächentemperatur und Raumlufttemperatur bezogen auf das Behaglichkeitsprofil des Menschen. Und wenn wir uns da mal übliche Temperaturen anschauen, dann haben wir im Bestand übliche also innere Oberflächentemperaturen der Außenwände von 16 Grad Celsius. Und man sieht dann an dieser Grafik, dass sich dann, um in den behaglichen Bereich des Menschen zu kommen, hier unten an der untersten Spitze sind wir knapp drin, brauche ich 23 Grad Raumlufttemperatur. Wenn ich jetzt aber die Außenwände dämme, dann habe ich die Möglichkeit, dann wird sich die innere Oberfläche eher so bei 19 Grad Celsius Temperatur einpegeln und damit habe ich die Möglichkeit, mit einer Raumlufttemperatur von 20 Grad Celsius auszukommen, um im behaglichen Bereich zu sein. Das heißt, ich habe hier schon allein durch die Veränderung, Erhöhung der Wandoberflächentemperatur, die Möglichkeit, Heizenergie einzusparen und das bewegt sich um ungefähr 6% je Kelvin Raumlufttemperaturerhöhung, beziehungsweise Absenkung natürlich. Also Raumlufttemperaturabsenkung kann ich 1 Grad weniger Raumluft verknusen, dann spare ich schon 6% Heizenergie ein. Als grober Faustwert. Deshalb also, Wärmedämmung, insbesondere Außenwand, ist ausschlaggebend für die hygienischen Wohnverhältnisse, baulicher Feuchteschutz, Stichwort Schimmelpilz, für die Wohnbehaglichkeit, wie eben erläutert, und für die Einsparung von Heizenergie, wie eben auch erläutert, und eben für den Einbau zeitgemäßer Wärmeschutzfenster. Ist die Wand vom U-Wert zu schlecht, dann bekomme ich kein Fenster im heutigen Standard mehr im Zusammenhang mit der Regel der Taupunktverschiebung. Zusammenfassend geht es also bei der energetischen Modernisierung um die Optimierung der Energieeffizienz von Gebäudehülle, der technischen Gebäudeausrüstung und der Energieversorgung, das Thema Dreiklang und aber eben auch unter der besonderen Beachtung der bauphysikalischen Zusammenhänge. Stichwort Taupunktverschiebung, Stichwort Schimmelpilz und Stichwort Fenster- und Außenwand-U-Wert-Vergleich. Aber weil wir ja mit der energetischen Modernisierung ein Bestandsgebäude anfassen und unter Umständen ja auch deutlich eingreifen in das Bestandsgebäude, stellt sich natürlich die Frage, was begegnet uns also einer Planungsaufgabe noch?
Und das sind beispielsweise einfach die Anforderungen aus der Bauordnung. Und das eben nicht nur für die Bauteile, die wir jetzt neu dort anbringen, sondern unter Umständen auch einfach in dem Zusammenhang, dass wir dort eine relativ umfängliche Maßnahme machen. Das Gebäude hat ja in der Regel einen Bestandsschutz, solange es so gebaut worden ist, wie damals geplant und genehmigt oder den Zustand hat, sagen wir mal so. Aber es gibt verschiedene Punkte, wo wir in einen Graubereich kommen, den wir Planer sozusagen zumindest im Rahmen von Hinweispflichten berücksichtigen müssen. Das betrifft zum Beispiel den baulichen Brandschutz. Wir haben häufig tatsächlich Mängel im Bestand. Und einfach baulicher Bestandsschutz, der schon nach den damaligen Regeln nicht korrekt hält. Ausgeführt worden ist. Und wenn wir das erkennen, dann sollten wir dort korrigierend eingreifen oder zumindest dem Bauherrn Gelegenheit geben, darüber zu entscheiden. Ein ganz besonderer Punkt ist dabei, und da wird es dann schon, dann sind wir raus aus dem Graubereich, dann ist es tatsächlich Handlungsaktion gefragt, das Fehlen zum Beispiel des zweiten Rettungsweges. Wir haben ein Projekt in der Planung, dort mit 3 Hauseingängen, 7 oder 9 Geschosse. Da hat ein Hauseingang keinen zweiten Rettungsweg. Der fehlt komplett. Der ist damals auch nicht eingeplant gewesen, ist zwar in der Baugenehmigung erwähnt, aber planerisch nicht erfasst. Der fehlt tatsächlich und der muss nachgebaut werden. Und da, wenn der zweite Rettungsweg wirklich fehlt, da gibt es dann auch keinen Graubereich mehr nach dem Motto Bestandsschutz oder so, der ist dann weg und dann muss man den herstellen. Ein zweites Thema. Das habe ich jetzt in der Liste nicht drin. Hier geht es schon mit Schallschutz los. Warten Sie einen Moment. Verkehrssicherungspflichten des Eigentümers. Auch so ein Graubereich. Brüstungshöhen. Wir haben das regelmäßig, dass es Fensterbrüstungen gibt im Bestand, die den heutigen Anforderungen nicht entsprechen. Und da ist auch die Frage Abwägung zwischen Bestandsschutz und der Zumutbarkeit der möglicherweise erforderlichen Anpassung um der heutigen Bauordnung gerecht zu werden. Und das ist immer sehr schwierig. Hier ist der Eigentümer häufig direkt berührt, weil er im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflichten und da gibt es unterschiedliche Urteile, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wir raten den Bauern in aller Regel, weil es zumutbar ist und von den Kosten in der Regel wirtschaftlich lösbar, die Brüstungszonen entsprechend im Rahmen des Fensteraustausches dann anzupassen. Das nächste ist der Schallschutz. Das insbesondere mit der Wohnungslüftung. Wir bauen ja häufig dann in den Fenstern Zuluftelemente ein, die sich auf den Schallschutz des Fensters auswirken. Das sollte man gemeinsam betrachten. Und nach den neueren Normen ist das heute ohne die fachliche Unterstützung eines Akustikers nicht mehr zu leisten. Dann kommen noch solche Sachen im Zusammenhang mit der eigentlichen Bauausführung, zum Beispiel der Baumschutz, der in Hamburg ja sehr groß geschrieben wird. Ich kann nicht einfach ein paar Kronen zuschneiden, dass mein Gerüst zwischen Fassade und Baum passt, sondern da bin ich in Hamburg sehr an das Naturschutzreferat gebunden. Und das fällt je nach Bezirk sehr unterschiedlich aus. Wir sind in einem Bereich tätig, da kämpfen wir um jeden Ast. Also wir wollen ihn abhaben und die Kollegen vom Grünland wollen das nicht. Das kann manchmal sehr haarig werden und an anderen Bereichen ist es manchmal unkomplizierter. Also da muss man sich immer sehr auf die Bezirksämter und die entsprechenden Personen einstellen, um zum Erfolg zu kommen. Und ein nächster Punkt, der in letzter Zeit auch deutlicher und wichtiger geworden ist, das Thema Naturschutz. Da geht es im Wesentlichen um das Bundesnaturschutzgesetz geschützte Arten. Das betrifft bei uns beim Bauen in der Regel Fledermäuse und gebäudebrütende Vögel. Wir haben uns mittlerweile angewöhnt, hierzu einen Biologen hinzuziehen, damit wir dort keine Schwierigkeiten haben, weil wir arbeiten in der Regel im bewohnten Bestand und wir können uns nicht sicher sein, ob es nicht dort Leute sind, gibt, Bewohner gibt, die das oder auch Nachbarn, die das durchaus sehr genau beobachten. Und dann haben wir vielleicht Fledermäuse oder dergleichen mehr und das Risiko ist einfach, dass uns dann der Bau stillgelegt wird. Und da ist es dann sinnvoller, vorher etwas Geld zu investieren, um diese Gefahren auszuloten und auszuräumen. Wir haben das jetzt schon, das Thema Fledermäuse, seit 3, 4 Jahren am Start bei uns in den Projekten, konnten bisher, wir hatten Fledermaus
haben wir durchaus gefunden, aber wir konnten das bisher so regeln, dass die Bauausführung nicht gefährdet würde und auch nicht verzögert wurde, weder im Start noch in der Ausführung selber. Ja, was wünscht sich der Eigentümer? Der ist ja auch noch da. Und in der Regel ist es so, dass unsere Kunden die energetische Modernisierung auch zum Anlass nehmen, ihr Objekt insgesamt für die nächsten 30 Jahre fit zu machen und daher eben eine Verbesserung des Wohnwertes anstreben. Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie Vergrößerung der Balkone, Einrichtung von Terrassen. Also wenn wir in den Gebäudealter, das wir da bearbeiten, haben wir häufig die Situation, dass die Erdgeschosswohnungen auch mit Balkonen ausgestattet sind. Und da kann man auch manchmal den Weg wählen, den Mietern Terrassen zur Verfügung zu stellen, die ja noch ein bisschen großzügiger sind und bessere Benutzungsmöglichkeiten bieten. Die Hauseingänge zu erweitern, einfach um etwas großzügiger zu sein, in den Hauseingängen zum Beispiel. Die Modernisierung von Aufzügen, sofern vorhanden. Wir haben ein Objekt, wo der Aufzug immer auf dem Zwischengeschoss seinen Ausstieg hat. Das werden wir umbauen, sodass er immer auf dem Geschoss landet. Das nächste, Strangmodernisierung, also die Modernisierung von Küchen und Bad in den Wohnungen. Das ist so eine Auswahl der Themen, die uns da dann begegnen. Kosten, ja, was kostet der Spaß? Je nach Umfang eines solchen Modernisierungsvorhabens, also wenn wir einfach nur ein bisschen Gebäudehülle, sagen wir mal Außenwand und Fenster machen oder ganz bis zum Maximalen gehen, also alle drei Bereiche bearbeiten, TGA, die Heizkörper austauschen, die Warmwasserversorgung ändern, PV anbauen und dergleichen mehr, dann liegen die Kosten so als grober Daumenwert bei 800 bis 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Da sind wir im oberen Bereich ja schon relativ dicht an den Neubaukosten, die aber im Moment für uns den Vorteil haben, dass sie uns immer noch von dieser 3000er-Marke deutlich weggaloppieren. Förderung. Wenn es um die Kosten geht, dann geht es auch um die Förderung. Deswegen bemühen wir uns, dass unsere Projekte alle gefördert werden, weil es eben die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme deutlich erhöht. Was haben wir dort für Möglichkeiten? Wir haben in Hamburg die IFB Hamburg als Investitions- und Förderbank, die unsere energetischen Modernisierungen fördert nach der Anzahl der eingesparten Kilowattstunde Heizwärmebedarf bzw. Endenergiebedarf und das immer jeweils auf den Jahresbedarf bezogen und das nach Stufen, je nachdem, wie effizient das Gebäude insgesamt geworden ist. Und es gibt dann auch Zusatzmodule in der Förderung, zum Beispiel für den Einbau von Lüftungsanlagen oder eben für die Ausführung der Oberflächen mit Ziegelriemchen. Das hat den Hintergrund, dass das hier in Hamburg städtebaulich gewünscht ist und darauf komme ich gleich noch mit einem Schlaglicht. Die anderen beiden Förderungen sind die KfW und das BAFA. Es sind beide staatliche Förderungen. Bei der KfW haben wir in der Regel einen zinsvergünstigten Kredit, der gekoppelt ist mit einem Tilgungszuschuss, der wiederum gestaffelt nach Energieeffizienzklassen der jeweiligen Gebäude. Bei Energieeffizienzhäusern, also Gebäuden, die dann die Marken Effizienzhaus 55 und so weiter erreichen, sind dann auch reine Zuschüsse möglich. Die BAFA hat jetzt erst seit Jüngerem bietet die Möglichkeit, energetische Einzelmaßnahmen mit reinen Zuschüssen zu fördern. Das hat manchmal einen Vorteil. Wir haben ein Projekt, wo wir einen relativ hohen, vor 2 Jahren hohen Förderstatus erreichen konnten und das aber damals eben nur über einen zinsvergünstigten Kredit. Und je nachdem, wie der Eigentümer aufgestellt ist und welche Verpflichtungen er unter Umständen auch wirtschaftlicher Art hat, nimmt er dann, in diesem Fall war es dann so, hat er dieses Kreditvolumen nicht ausgeschöpft und damit auch seinen Tilgungszuschuss nicht ausgeschöpft. Die Möglichkeit hat man jetzt über die BAFA, indem man einfach den direkten Zuschuss nimmt und im Bereich der Finanzierung über Kredite oder Eigenmittel freier ist. So kann man dann den Tilgungszuschuss bzw. den reinen Zuschuss auch voll ausschöpfen. Wichtig ist dabei nur zu wissen, dass das aktuell alles
im Umbruch ist auf der staatlichen Seite. Die Förderstruktur wird umgebaut und die einzelnen Förderprogramme werden irgendwie zwischen KfW und BAFA noch hin und her geschoben. Das ist noch im Umbruch. Das heißt, das ist noch in der Diskussion. Da gibt es noch nichts Konkretes, Festes zu berichten. Dann hatte ich schon darauf hingewiesen, in Hamburg ist es gewünscht, städtebaulich gewünscht, auch im Bestand und im Rahmen einer energetischen Modernisierung an das Stadtbild Hamburgs zu denken, im Sinne einer Backsteinstadt. Gibt es seit 2012 für die EFB geförderten Modernisierung, das heißt also für die Modernisierung, die Hamburger Fördermittel in Anspruch nehmen möchten, dass diese Projekte eine sogenannte Backsteinqualitätssicherung durchlaufen müssen. Sogenannte Backsteinqualitätssicherer betreuen dann diese Objekte im Auftrag der Stadt, eben mit dem Ziel, dass diese Gebäude backsteingerecht bzw. stadtbildgerecht modernisiert werden. Dazu sind mittlerweile zwei Broschüren herausgegeben worden, die gelungene Beispiele dokumentieren. Wir haben da auch einige Beispiele beigesteuert. Bei der zweiten Broschüre war ich auch als Autor und Redakteur mit dabei. Die kann ich Ihnen nur wärmstens als Lektüre empfehlen. So, wie gehen wir denn an solche Projekte heran? Natürlich machen wir am Anfang eine Begutachtung des Bestandszustandes, gehen das Objekt ab, schauen uns an, ob es gravierende Mängel gibt und dergleichen mehr und werden dann im ersten Ansatz auch mit dem Bauherrn eben diese drei Aspekte der energetischen Optimierungspotenziale, der bauordnungsrechtlichen Problematiken, die wir dort feststellen. Bei der ersten Begehung stellen wir zum Beispiel schon gleich fest, wie es mit den Fensterbrüstungen aussieht beispielsweise und welche Wohnwertverbesserungen hat er im Auge. Auf diese Sachen diskutieren wir und werden dann auf der Grundlage ein erstes Maßnahmenkonzept erstellen, zusammen mit einer Kostenschätzung, auf deren Grundlage wir dann eben Fördermittelpotenziale ermitteln können. So machen wir dann im Zusammenhang mit unserer Energieberatung auch eine erste energetische Bilanz auf Grundlage des ersten Maßnahmenkonzepts und können daraus dann stufenweise entwickeln, welche Verbesserungen sind in Bezug auf die Energieeffizienz möglich, unter welchen wirtschaftlichen Aufwendungen, also was kostet der Spaß zusätzlich, welche Mehrkosten haben wir, aber auch welche Zuwachs an Fördermitteln habe ich dazu. Und manchmal kommt man dazu, dass der mehr Aufwand an Kosten nicht unbedingt, das darf ich gar nicht zu laut sagen, nicht unbedingt an den Mehrzuwachs an Fördermitteln heranreicht. Das steigert natürlich die Motivation, auch die Gebäude durchaus mal effizienter zu machen. Beispiele. Nee, bevor es an die Beispiele kommt, kurz zur Gestaltung. Wenn wir ein Gebäude anfassen und dort eine neue Fassade anbauen, dann verändern wir natürlich die Gestalt des Gebäudes. Und ich habe mir dann für das Thema, wie gehe ich denn jetzt mit der Gestaltung des Gebäudes, meine Aufgabe hier als Architekt, zum Grundsatz gemacht, dass ich die Gebäude erstmal wirklich versuche, als Architektur wahrzunehmen. Die leiden ja manchmal an so einer gewissen Geringschätzung, ne? Als Wiederaufbaugebäude. Die sind ja auch häufig nicht übermäßig gestaltet. Aber das ist wichtig, um dann vielleicht auch ein gutes Gestaltungskonzept zu finden. Deswegen habe ich habe das mal als Grundsatz so formuliert, dass jedes Gebäude in einem städtebaulichen Zusammenhang mit einer Umgebung steht und natürlich in Kubaturstrukturen im Detail über jeweils eine eigene charakteristische architektonische Durchbildung verfügt. Und die gilt es im Grunde dann, um eine Perspektive für die neue Gestalt zu finden, zu lesen. Und das hat manchmal durchaus unterschiedliche Konsequenzen. Beispiel: ein Bestandsgebäude wie der Aufbauzeit aus 1962. Hier haben wir uns für eine Orientierung am Bestand entschieden. Warum? Weil die Gebäude, das ist ein Ensemble. Also es ist nicht ein einzelnes Gebäude, sondern es ist ein Ensemble von 30 oder mehr Gebäuden, die alle in gleicher Architektur gebaut worden sind. Und aus unserer Sicht steht da dann einfach das Zusammenspiel der Gebäude im Vordergrund und weniger der laute Auftritt eines einzelnen Protagonisten. Hier ist es nochmal ein kleiner Fokus wichtig.
dass wir dieses Verhältnis von Rot zu Weiß der Fenster, also roter Ziegel, weiße Fensterrahmen. Die Fenster sind hier von außen in die Fassade eingesetzt. Das heißt, der Rahmen ist im Verhältnis breiter, als wir es heute in einer modernen Bauweise kennen. Dies haben wir versucht, durch helle Laibungen zu kompensieren. Das nächste Gebäude ist einfach mal ein Gegenbeispiel. Also da hat die Betrachtung für mich jetzt ergeben, das ist doch ganz schön ungeordnet, verspielt und hat irgendwie keinen stimmigen Eindruck. Und da haben wir uns dann einfach für eine neue Gestaltung entschieden, die das Gebäude etwas ruhiger macht, die Fassade neu geordnet, ohne sie komplett zu verändern. Wir haben jetzt hier einen dunkleren Ziegel. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zum Nachbargebäude und zum roten Nachbargebäude. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir, man sieht es im Hintergrund, dass wir hier im Hintergrund dieses Gebäudes ein kleines Quartier haben von 6 Gebäuden, die bereits mit diesem dunklen Ziegel modernisiert worden sind. Ein anderes Beispiel aus dieser Bauzeit ist zum Beispiel dieses Ensemble von einem 9-Geschosser und einem 3-Geschosser, also ein Gebäude an der Hochhausgrenze und das kleinere davor. Das ist ein Objekt, wo ich sehe, da gibt es so Bezüge zur Moderne. Da kann man auch mal versuchen, etwas mutiger ranzugehen. Und wir haben uns damals für eben diese mutige Gestaltung entschieden und das Gebäude, die beiden Gebäude miteinander verbunden, eben durch eine klare Verwandtschaft in der Gestaltung der Fassade und auch die Geschossigkeiten hier durch so einen Absatz übernommen. Da ist aber immer wichtig, dass man sowas nicht gegen den Charakter eines Gebäudes machen kann. So eine Fassade kann man sich zum Beispiel schwer an einem 50er-Jahre-Satteldach- oder Walmdachgebäude vorstellen. Eine Besonderheit ist dieses Objekt aus den 20er-Jahren, ganz klar neues Bauen. Die Bestandsfassade hier schon einmal in den 80er-Jahren mit einer Eternitfassade bekleidet, weil es dort einfach feuchte Probleme gab. Die Fassade war nur noch mit einem WDVS wirtschaftlich sanierbar. Dünnes Fassadenbauteil, dann eben Durchfeuchtungsprobleme im Zusammenhang mit dem Mauerwerk. Und unsere Aufgabe, zumindest haben wir es so empfunden, ist jetzt der Charakter dieser Architektur nach Möglichkeit in eine eben neue Fassade zu transportieren. Und das, obwohl es konstruktiv und wirtschaftlich nicht darstellbar ist, wie es eigentlich typisch ist für diese Bauzeit, die Fenster ganz weit an die Fassadenoberfläche zu ziehen. Dabei haben wir uns 3 Punkte zunutze gemacht, eben indem wir die Gestaltungselemente betonen, diese Fensterbänder beispielsweise, indem wir die helle Bekleidung in den Laibungen nutzen, um eben die Fenster, zumindest was den Weißanteil geht, optisch weiter an die Fassade nach vorne zu kriegen. Und wir haben die bauzeitliche Fensterteilung wieder aufgenommen. Ganz wichtig ist bei so einem Objekt natürlich die Auswahl des Ziegelriemchens. Wir haben uns hier nach vielen Bemusterungen uns für eine Objektsortierung entschieden, die also mehrere Sortierung eines Herstellers kombiniert. Ja, die ganz überwiegende Teil unserer Projekte sind Ziegelbauten. Und zwar Ziegelbauten, die nach der Modernisierung auch weiterhin Ziegelbauten sein sollen. Und dabei ist dann ein entsprechendes Riemchen zu finden. Das hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich entwickelt. Ich weiß noch, bei den ersten Projekten hatte man bei dem Thema Riemchen eigentlich nur die Auswahl zwischen dem geringeren Übel, wenn man nicht die stark industriell produzierten Riemchen, die eher wie Fliesen aussahen, wählen wollte. Heute ist das Angebot sehr breit und durchaus wirtschaftlich, wobei wir im Moment einen Galopp der Preise erleben. Zusätzlich kommt in Hamburg als Unterstützung hinzu, dass die IFB die Ausführung von wärmedämmenden Fassaden mit Ziegelriemchen für die Ziegelriemchen mit 70 Euro pro Quadratmeter Ziegelriemchenfläche unterstützt. Und das ist schon ein großer Schluck im Zusammenhang. Diese Ziegelriemchen müssen natürlich den Anforderungen der EBT-Zulassung des WDVS-Systems entsprechen,
Und sie kosten heute eben fertig verlegt ungefähr 120 Euro brutto pro Quadratmeter und mehr. Aktueller Stand. Ein Detail noch zu dem Thema Umgang mit der neuen Fassade im Bestand. Das ist das Thema der Fensterleibung. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Die Gebäude aus der Bauzeit haben eben diesen städtebaulich wirksamen Anteil weiß-rot in den Fassaden. Und den versuchen wir oft wieder aufzunehmen. Und dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das konstruktiv zu lösen. Da haben wir einfach die Möglichkeit, eine geputzte Leibung zu machen, das Riemchen stumpf an der Kante der Leibung enden zu lassen, ist die kostengünstigste Variante. Die nächste Variante wäre, das Riemchen dann um die Ecke zu ziehen, also als Eckriemchen auszuführen. So hat es dann theoretisch den Charakter einer vorgestellten Ziegelwand, liegt bei ungefähr 110 Euro pro Quadratmeter, pro laufenden Meter. Dann haben wir die Möglichkeit, das Eckriemchen, die Ausführung 2 zu nehmen und dann eben zusätzlich noch den geputzten Teil, der dann hier zurückliegt, noch mit einer Bekleidungsplatte aufzufüttern. Da sind wir dann bei 140 Euro pro laufenden Meter. Und eine Variante, die ich häufig sehr einsetze, ist so ein Kompromiss. Ich spare mir die teuren Eckriemchen und verwende eine Leibungsbekleidung. Da bin ich bei ungefähr 90 Euro pro laufenden Meter. Das als Beispiele. Zu den Quartieren. Quartier war ja auch ein Stichpunkt in der Beschreibung dieser Veranstaltung. Wir haben ein Quartier zurzeit im 6. Bauabschnitt in der Ausführung. Es werden noch 2 Bauabschnitte folgen. Das ist 450 Wohnungen groß, hat 32 Gebäude, ausgeführt wurde ab 1961 in 2- und 3-geschossiger Massivbauweise. Wir haben dort eine Nahwärmeversorgung, Brennwert, Gas, also fossil. Die wurde 2008 erneuert. Das ist dieses Thema des teilmodernisierten Zustands. Ups, wir haben die Heizung schon gemacht und vor 6 Jahren haben wir angefangen. Also da war der Abstand zur gerade modernisierten Nahwärmeversorgung noch nicht so groß. Und die Warmwasserbereitung ist dezentral elektrisch. Unser Programm, unsere Aufgabe war dort, Wärmeschutzfenster einzubauen, ein WDVS mit Ziegelriemchen zu machen, eine freie Lüftung einzubauen, hydraulischer Abgleich natürlich. Die Dachdeckungen sollten erneuert werden, die waren hinreichend alt. Die Balkone sollten im Zuge einer Wohnwertverbesserung vergrößert werden. Ebenso kamen im Zusammenhang mit der Wohnwertverbesserung vergrößerte Eingangsvorbauten oder überhaupt Eingangsvorbauten wie den Hauseingang vergrößerten hinzu. Es mussten die Regengrundleitungen angepasst werden und die Außenanlagen wurden umfassend neu gestaltet. Das ist das Quartier, um das es geht. Wir haben dort beim ersten Bauabschnitt angefangen, uns dann sozusagen am Quartiersrand weiter geschlichen, im 4. Bauabschnitt den Tritt dann in die Mitte gemacht. Das war der 5. Bauabschnitt. Jetzt arbeiten wir im 6. Bauabschnitt und der 7. Bauabschnitt wird sich hier befinden und der 8. dann voraussichtlich hier. Und dann sind wir in 3 Jahren vielleicht mit dem Quartier durch. Aussehen sieht es ungefähr so. Das ist so der 5. Bauabschnitt im Zustand, dass die Außenanlagen gerade fertig waren zu der Jahreszeit, war das mit dem Rasengrün noch nicht ganz so weit. Die Wohnwertverbesserungen sehen dann ungefähr so aus. Hauseingangsvorbau vor den alten Hauseingang gesetzt, entsprechend dann innen modernisiert, neu bekleidet und die Balkone deutlich vergrößert. Also sind teilweise wirklich doppelt so groß geworden, wie sie vorher einmal waren. Wie sieht das einfach bautechnisch auf der Baustelle aus? Wie ist so ein Ablauf in 8 Schritten, vielleicht einmal bebildert? Natürlich geht es los mit der Gerüstaufstellung. Dann werden in diesem Fall die Loggia-Platten herausgeschnitten, Abbrucharbeiten auch beim Dach. Dann ist es wichtig, dass die Dacharbeiten zügig anfangen, weil an die Ausführung der Traufen schließt man WDVS an und da müssen bestimmte Teile des Dachdeckers vorbereitet sein, damit ich dort anschließen kann. Das heißt, die Dacharbeiten laufen den Kernarbeiten vor. Ebenso mit dem Fensteraustausch. Ich muss auch die Fenster bereits ausgetauscht haben, bevor ich mein WDVS dort anschließen kann. Also auch das ist ein wichtiges Gewerk, was vorlaufen muss im Ablauf.
Dann kommen die Fassadenarbeiten, Ankleben der Fassadendämmung und Putzen, Ziegelriemchen aufkleben und dergleichen. Dann werden die Eingangsvorbauten gebaut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Ausführung der Arbeiten geht erstmal nur bis oberhalb Erdreich. Dann können wir abrüsten. Dann ist der Bereich vor den Hauseingängen frei, um dort den Vorbau auch aufzubauen. Der war jetzt hier gerade im Anmarsch sozusagen. Und dann folgen die Sockelarbeiten. Das heißt, das Herabführen des WDVS bis ins Erdreich hinein. Und wenn das dann ausgeführt ist, können die Balkonfundamente hergestellt werden und die Balkone aufgestellt werden. Und wichtig ist uns immer, jetzt hier mal ein Beispiel eines Ablaufes mit 4 Objekten, dass die Gerüste vor Weihnachten fertig sind. Das heißt, es ist immer wichtig zu schauen, möglichst früh im Jahr zu beginnen, um dann auch Gerüste abbauen zu können. In diesem Fall war es auch so, dass wir vor Weihnachten auch die Balkone stehen haben wollten. Das haben wir bei diesen 4 Gebäuden auch geschafft. Wir haben das auch im letzten Jahr bei 7 Gebäuden geschafft, aber da haben wir auch wirklich im Februar angefangen und ein sehr gut eingespieltes Team gehabt. So, jetzt zum Ende hin noch ein frisches Projekt. Ein Wohnquartier mit 282 Wohnungen und 8 Gebäuden, auch Baujahr 62, dreigeschossiger Massivbau, flachgeneigter Holzdachstuhl. Auch eine Nahwärmeversorgung, Brennwert fossil, auch wieder Birnwasser dezentral elektrisch, geplant in 4 Bauabschnitten. Hier ist wichtig zu erwähnen, das war bei dem anderen Projekt im Grunde auch so, dass der Eigentümer vorher erstmal eine Quartiersentwicklung gemacht hat. Das heißt, Konzepte gesammelt, den Bestand untersucht hat, geguckt hat, welchen Zustand hat er, Konzepte gesammelt hat bzw. entwickelt hat in Bezug auf die Energieversorgung, architektonische Konzepte zum Thema Nachverdichtung, Wohnumfeldverbesserung und auch die Mieter beteiligt hat mit deren Wünschen und Sorgen. Und was ist dabei entstanden? Wir haben hier ein Programm, dass die Gebäudehülle komplett gemacht wird. Das heißt, das Dach bekommt noch zu der bestehenden Dämmung noch eine Aufblasdämmung. Die Außenwände werden mit WDVS und Ziegelriemchen ausgeführt, Fenster ausgetauscht und Kellerdecke gedämmt. Bei der technischen Gebäudeausrüstung wird die Vorlauftemperatur abgesenkt. Allerdings gibt es auch neue Heizkörper. Der hydraulische Abgleich wird natürlich gemacht. Die Warmwasserbereitung bleibt bei dezentral elektrisch, wird allerdings dann überall auf elektronische Durchlauferhitzer umgebaut. Das hat noch einen Hintergrund. Dazu kommen wir gleich. Die Energieversorgung ist nämlich mit einer PV-Anlage geplant, also ein Teil, die elektrische Energieversorgung. Und das in so einem Kontraktor- bzw. Mieterstrommodell. Das heißt, der entsprechende Contractor übernimmt die Bereitstellung der elektrischen Energie an die Mieter. Und das macht es uns möglich, diese Energie, die über die PV-Anlage reinkommt, mit in die energetische Bilanz einzubeziehen und bei der KfW-Förderung auch zu aktivieren. Und gleichzeitig haben wir hier auch noch die Möglichkeit, im Zusammenhang mit den Effizienzhausstufen bei der IFB eine Ausnahme zu erreichen dafür, dass wir bei einer dezentral elektrischen Warmwasserbereitung bleiben. Und der Ausnahmehintergrund ist tatsächlich die Bereitstellung von PV-Energie am Objekt. Das Nahwärmenetz soll erneuert werden, und zwar mit Wärmepumpen, Wärmequelle Geothermie. Das ist noch nicht ganz final. Es steht noch die Option eines Anschlusses an die Hamburger Fernwärme im Raum. Wohnwertverbesserungen sind auch hier geplant mit Eingangsvorbauten, mit Mieterterrassen und mit einer Strangmodernisierung Küche-Bad in den Wohnungen. Eine kleine Besonderheit an dem Projekt, die für uns auch interessant war, als neuer Punkt, die Photovoltaik auf dem bestehenden Dachtragwerk einzurichten. Wir haben es tatsächlich hier mit einem Dach mit 6×10er Sparren, das heißt wirklich dünnen Sparrenbauteilen. Da war es dann halt einfach so, dass nach Ermittlung des Statikers schon die Lastreserven des Daches mit der bestehenden Dachabdichtung, die nach mehreren Reparaturen mittlerweile 6-lagig war, ausgenutzt waren. Das heißt, wir haben eine relativ geringe
Tragfähigkeit bei dem Dach für die PV-Anlage und waren jetzt auf der Suche nach einer Lösung. Eine Lösung war natürlich erstmal die 6 Lagen Dachabdichtung herunterzuräumen und wieder mit einer 2-lagigen Abdichtung zu planen. Und das andere war dann ein System zu finden, das zum Aufnehmen der PV-Anlagen relativ leicht ist. Und da haben wir mit diesem System von Bauder eine Möglichkeit gefunden, innerhalb der Lastreserven doch hinreichend viele PV-Elemente auf dem Dach unterzubringen, um einen anständigen Peak an Strom zu erreichen.